Hallo Flirtprofi, was geht ab? Der Sebi hier aus Tel Aviv. Ja, nicht erschrecken, ich bin oben ohne, aber ich werde meine Nippel jetzt sofort an dieser Stelle für dich verdecken. Aber nein, wir sind ja unter uns, unter Männern, da kann man auch mal seine Nippel zeigen. Ich möchte dir heute in diesem Video verraten, wie du Frauen unter, ich sag einfach mal, erschwerten Bedingungen in speziellen Situationen, wie zum Beispiel, und ich weiß, in Deutschland ist jetzt gerade Winter, aber wie zum Beispiel am Strand oder auch jeder anderen Situation, die vielleicht ein bisschen schwieriger ist, die so ein bisschen ungewöhnlich ist. Und jetzt ist die Frage, wie kann man, und es gilt eigentlich eine grundlegende Regel für all diese Situationen. Und diese Regel ist im Prinzip ganz einfach. Eine Situation ist nie wirklich schwierig. Eine Situation ist einfach nur eine Situation. Ja, es ist einfach mal, es kommt immer auf deine Bewertung der Situation drauf an. Weil guck mal, für den einen ist zum Beispiel, sagen wir einfach mal, eine Gruppe von 4 Frauen oder so, eine schwierige Situation. Und er weiß nicht, wie er mit dieser schwierigen Situation umgehen soll. Ich mach mal so, dann sieht man mein Gesicht schöner. Für den anderen ist das aber vielleicht überhaupt kein Problem. Das heißt, die Perspektive dieser beiden Menschen ist eine andere. Und deswegen wird Person A, die vielleicht diese Situation als schwierig beurteilt, nicht so locker in die Situation reingehen wie Person B, die sich denkt, hey, das ist so mega easy, das ist so in dieser Situation überhaupt gar kein Stress. Und das bedeutet, eigentlich gibt es keine schwierigen Situationen. Es gibt nur für dich vielleicht schwierige Situationen oder Situationen, mit denen du persönlich nicht so zu 100% umgehen kannst, in denen du dich nicht so wohl fühlst. Und jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Punkt. Du bekommst immer das zurück, was du gibst. Und sagen wir mal, du gehst in eine Situation, in der du dich nicht so wohl fühlst, dann strahlst du das aus. Dann strahlst du einfach ein bisschen mehr Unsicherheit aus, ein bisschen, ja, du bist nicht so locker, nicht so entspannt. Und du bekommst natürlich auch diese Unsicherheit von der Frau als Feedback zurück. Ja, sie wird es vielleicht auch so ein bisschen merken, ja, da ist irgendwas komisch, und wird sich dann auch komisch fühlen in der Situation. Und die Gesamtsituation wird komisch, ja. Typisches Beispiel dafür auch, dass du zum Beispiel bei Frauen, die du vielleicht ganz okay findest, ganz locker und entspannt sein kannst, und bei Frauen, die du richtig heiß findest, da fühlst du dich vielleicht unwohl und weißt nicht wirklich, wie du mit der Situation umgehen sollst, strahlst das natürlich aus und bekommst dann auch das Feedback, nämlich dass es vielleicht bei genau diesen Frauen nicht so gut funktioniert. Und dann denkst du im Umkehrschluss, ja scheiße, ich bin noch nicht gut genug für diese Frauen. Aber das stimmt gar nicht. Das einzige Problem an der Sache ist, dass deine Perspektive auf die Situation eine falsche ist, beziehungsweise dass du die Situation falsch bewertest. So, also wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, die du als schwierig empfindest, dann schau dir erstmal die Situation an und stelle fest, wenn du die Situation anschaust, hey, erstmal ist es nur eine ganz normale Situation. In der Situation selbst ist kein Problem. Der Einzige, der ein Problem daraus macht, bin vielleicht ich. Und allein dieses, wenn du dir das eingestehst, dass du derjenige bist, der ein Problem aus der Situation machst, dann kannst du etwas dagegen tun, denn dann hast du es in der Hand, dann kannst du etwas an dir ändern. Vielleicht nicht sofort in diesem Moment, aber du kannst langfristig daran arbeiten, dass du dich wohler fühlst in solchen Situationen. Ja? Das heißt, immer dann, wenn du die Schuld bei der Situation suchst oder bei äußeren Dingen, machst du dich selbst machtlos. Weil äußere Dinge kannst du nicht verändern oder immer nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn du aber immer dir selbst eingestehst, hey, eigentlich ist es meine Schuld, ich bin schuld, oder es ist mein Problem, es hat nichts mit der Situation an sich zu tun, dann gibst du dir selbst die Macht, diese Situation zu verändern. So, that's it. Und ich freue mich, wenn du mir dafür, für diese Erkenntnis, einen Daumen nach oben gibst und auch mal einen Kommentar da lässt. Und by the way, wenn du zu einem Mann werden willst, der automatischen Erfolg mit Frauen hat, der quasi attraktiv ist, der Frauen automatisch ansieht und nicht nur irgendwelche Frauen, sondern die Frauen, auf die er steht, dann solltest du dir unbedingt mal meine notwendigen Schritte runterladen, die jeder Mann durchlaufen muss, der diesen automatisierten Erfolg haben möchte, der quasi zu einer attraktiven Person werden möchte, die Frauen ganz einfach entspannt anzieht, ohne etwas dafür machen zu müssen. Das Ganze kannst du dir kostenlos, hier unten irgendwo ist ein Link, ein Button, da kannst du dir das runterladen, oder unten in der Infobox. Und ich freue mich, wenn du da mal vorbeischaust, dann sehen wir uns gleich. Und ja, schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Video. Mein Name ist Sebastian Heindl oder auch Sebi Heindl genannt.
Ciao.